das Spiel der beiden Absteiger von Beginn an mit viel Tempo und hart umkämpft. Sandhausen mit viel Selbstbewusstsein und mit Buchu, der links außen unsanft gebremst, von Schreck faul für die Schwarz-Weißen. Doch Sandhausen immer bemüht, das Spiel schnell zu machen. David Otto. Otto mit einem ersten kleinen Hallo-Wach. Otto, viermal hat er schon getroffen. Dieser Abschluss ist aber einfach zu dünn. Arminia Bielefeld bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Schreck. Der Ball eigentlich geklärt, aber Mühling unaufmerksam. Mizuta dazwischen, Mizuta. Es sind diese Unaufmerksamkeiten, die Jens Keller bei seiner Mannschaft ganz dringend abstellen muss. Sandhausen mal mit einem Standard. Burcu heute für Malczewski im Spiel. Ruben Hennings kommt kurz. Scharfe Reingabe, Billardspiel. Stolze geblockt und Christoph Ehlich mit dem Versuch aus der zweiten Reihe. Die Chancen, sie sind da. Der SVS in der Offensive mit mehr Zug und viel konzentrierter als beim Arbeiten nach hinten. Hennings immer mit einer neuen Spielidee, aber noch will das Runde nicht dahin, wo es eigentlich hingehört. Zwölf Minuten sind gespielt und Sandhausen die bessere, die engagiertere Mannschaft. Geschwill schickt Otto. David Otto, schnell ist der Stürmer, aber auch zu ungenau. Sandhausen mit einer tollen Spielanlage und mit sehr variablem Spiel. Aber zu leichtsinnig im Umgang mit den Großchancen. Die Arminia bis zu diesem Zeitpunkt mit wenig durchdachtem Spiel. Innenverteidiger Großer nach links außen auf Mizuta. Der ehemalige Mainzer stark am Ball und mit Übersicht. Fabian Klos 1-0. Dieser Mann ist einfach ein Phänomen. Fabian Klos. Er riecht die Chance, er spürt die Gefahr und dann schraubt er sich einfach nach oben und trifft. Der Zeitpunkt ideal für die Ostwestfalen in die Drangphase der Sandhäuser hinein. Die Führung durch den fünften Saisontreffer von Fabian Klos. Und auf einmal übernehmen die Bielefelder die Initiative. Lannert mit einem einfachen, weiten Ball. Klos legt ab und Mizuta, ein ständiger Gefahrenherd. Aber wie einfach geht das, wenn vorne so ein langes Kopfballungeheuer mit der Gesichtsmaske lauert? Fabian Klos und Mizuta. Bielefeld obenauf. Und Sandhausen im Pech. Bei der Aktion hat sich Keeper Nikolai Rehnen das Knie verdreht. Er in Bielefeld ausgebildet und zum Profi gereift. Jens Keller holt sich in der Verletzungsunterbrechung die Mannschaft an die Seite. Die Moral stimmt, die Mannschaft funktioniert, hat er vor dem Spiel betont. Er versucht, sie weiter aufzumuntern. Rehnen kann glücklicherweise weiterspielen. Die Bielefelder Anhänger von all dem unbeeindruckt. Aber die kurze Ansprache, sie zeigt Wirkung. Sandhausen schüttelt sich und setzt wieder an zum Offensivfußball. Ben Balla und Ruben Hennings. Hennings. Jonas Kersken muss sich da schon lang machen, um den Ausgleich zu verhindern. Ruben Hennings, Sandhausens Offensiv-Allrounder, an nahezu jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Seine Erfahrung hilft dem SVS. Sandhausen kurz vor der Pause, die klar bessere Mannschaft, der Ausgleich eigentlich überfällig. Hennings sieht Otto. Was hat der Mann für eine Übersicht? Aber Otto, die Chancenverwertung muss dringend auf den Trainingsplan in der nächsten Woche. Schöner und besser kann man den Ball nicht auflegen wie Ruben Hennings. Kein Abseits, aber David Otto vergibt den nächsten Hochkaräter.
Sandhausen auf Augenhöhe, aber zu Recht unzufrieden, wie der Captain Rufen Hennings. Denn im Ergebnis liegen sie zur Pause eben 1:0 zurück. Nach dem Wechsel weiter die Schwarz-Weißen mit dem besseren Fußball und mit Rufen Hennings. Einwurf Stolze, Otto verlängert und Hennings! Wahnsinn! Kersten hält Sandhausen mit einem tollen Spiel, aber der Ball, er will einfach nicht rein ins Tor. Rufen Hennings, 36 Jahre, pure Torgefahr, ein ständiger Unruheherd, ein Wirbelwind und auch im reifen Fußballeralter geschmeidig genug für einen Fallrückzieher. Einfach nur wow. Bielefeld kommt gar nicht mehr zum Atmen. Sandhausen mit toller Moral und mit Jonas Weig. Der Außenverteidiger mal mit einem Solo durch die Mitte. Schipnowski grätscht dazwischen. Hennings, Hennings, 1:1. Der Ausgleich in der 54. Spielminute. Und er ist hochverdient. Da hat sich die Fahrt von Sandhausen nach Bielefeld gelohnt. Abfahrt war heute Morgen um 6. Diesmal die Sandhäuser im Glück, weil Weigs tolle Solo von Schipnowskis Grätsche erst richtig scharf gemacht wird. Hennings dann endlich, muss ich schon sagen, mit der Krönung seiner tollen Leistung und dem herrlichen Schlenzer zum Ausgleich. Nach dem Ausgleich verflacht das Spiel der Sandhäuser und Bielefeld meldet sich zurück. Lannert mit einem Flankenversuch, Zander klärt und Luis Oppi, das war ein ganz knappes Ding. Nikolai Rehnen wäre da sicher nicht dran gekommen. Nach 88 Minuten ist Schluss für Hennings. Viertes Spiel, viertes Tor, insgesamt der sechste Saisontreffer. Tolles Spiel gemacht. Für ihn kommt LCI. Aber ohne Hennings bekommt Arminia Bielefeld die zweite Luft. Niklas Schipnowski. Schipnowski, die Latte rettet das 1:1 für Sandhausen. Niklas Schipnowski, ausgebildet am Betzenberg in Kaiserslautern, fast hätte er Sandhausen den K.O. versetzt. Aber ein 2:1 hätte das Spiel dann auch auf den Kopf gestellt. So bleibt es in einem tollen Drittligaspiel beim 1:1 unentschieden, über das sich die Sandhäuser gar nicht freuen können.